Bevor es jedoch zu den nackten Tatsachen geht, nutzt Jochen, der singende Friseur, seinen Trumpf als Gastgeber und überzeugt mit dem Wissen über das bevorstehende Rennen. Weltweit bekannt, da oben Mausefalle, da werden sie am Wochenende die Weltcup-Abfahrt machen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, die kommen da oben rein, Schuss über die Mausefalle rüber, dann runter rechts ab, ungefähr mit 150, 160 km/h ins Ziel rein. Und dann ist eine Meute mit 30.000, 40.000 Zuschauern. Da könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was hier am Wochenende Stimmung ist, was da Party abgeht. Das ist unfassbar. Ja, der hat uns ja gerade die Piste von diesen Hahnenkopfrennen gezeigt. Das ist ja ursteil, die Spinnen ja. Also ich würde da nie im Leben runterfahren, da wäre ich ja tot, wenn ich da unten ankomme. Ich finde ihn ursüß. Er ist süß. Wie lange dauert das Rennen noch? Das Rennen, die Abfahrt an sich, 1,42, 1,43. Wenn es nur eines oder zwei Sekunden dauert, das ist ja so tschank, so schnell vorbei, das reden wir gar nicht mit. Wir müssen ja 3000 Menschen runterfahren, damit wir überhaupt eine Stunde da sein können. Aber das kann auch mal ganz furchtbar ausgehen. Da gibt es ja auch wirklich sehr viele Unfälle. Und man sagt ja auch, die Weltcup-Abfahrt Streif in Kitzbühel ist die legendärste und die gefährlichste auf der ganzen Welt. Na, also, da fahren wir nicht, Monika. Wenn wir da stehen am Berg, ihr könnt nicht stehen, so steil ist da. Unfassbar. Aber wenn ihr ganz viel Mut habt und ganz viel Alkohol, können wir mal einfach. Wir wollten sich eigentlich das Bein hier brechen. Ja, okay. Geht wir wollten Spaß ja, haben. Genau. Okay, also gehen wir zum Besuch laden, ja? Okay. Ja. Weniger gefährlich, aber endlich wieder die wirklich wichtigen Dinge im Fokus, geht es in die Zielgerade. Dort, wo die Reichen und Schönen im Zentrum von Kitzbühel ihr Geld lassen, sollen nun die beiden Girls aus Wien-Simmering eingekleidet werden. Lieben Damen haben einen sehr extravaganten Wunsch bzw. Vorstellungen, die wir hoffentlich hier erfüllt bekommen. Habe ich gesagt, gut, wir gehen heute Abend, heute Morgen mal einkaufen, dass wir heute Abend was haben, dass die Männer sich irgendwie anfreunden können, wenn sie sich irgendwie was Schönes für darunter rausgesucht haben. Hier. Heute Abend reisen ein paar gute Kumpels an von mir, einmal aus Zürich, einmal aus Dubai. Die sehe ich im Jahr 3-4 Mal auf verschiedenartigen Events. Jungs, die extrem lustig sind, extrem viel Spaß machen und auch extrem viel auch gerne Spaß haben. Und die vertrauen mir, ich vertraue denen und ich gehe mal davon aus, dass wir heute Abend eine lustige Runde haben werden, wo nach oben hin zum Ausklang des Abends sicherlich keine Grenzen gesetzt sind. Lieber Farbe schwarz oder lieber mehr Hauttöne? Ich schwarz. Da hätten wir von La Perla. Du magst so gern Hauttöne, oder? Ja, sie mag Hauttöne. Ja, das ist schön. Italienische Marke. Schau, Moni. Das ist aber schick. Da fallen ja meine Nippel raus. Ja. Aber Höschen. Oh, ja, das ist schön. Das wäre was. Oder wenn Sie lieber was in Hauttönen hätten, wäre hier zum Beispiel aus der Serie von Twinset. Mhm. Ja, das Grau ist ein bisschen komisch. Grau nicht so gern. Das mit dem Branchen. Oder noch eine andere Idee hier, Le Chapitre Couture. Das ist schön. Ja, das finde ich sehr edel, ja, weil die Spitzen oben drauf sind. Ja, das ist wunderschöne Calais-Spitze, ja. Alles Handarbeit. Also ich bin von allem begeistert, aber ich muss es mal auf der Haut gesehen haben. Also wie gesagt, ist alles toll. Ja. Aber ich würde mal vorschlagen, geht mal in die Umkleidekabine und ich klopfe dann an und schauen wir es mal an, okay? Da müssen wir aber mal gucken, was da abgeht. Gut, dann gehen wir einmal nach hinten. Okay. Okay. Ja, ruft mich dann, gell? Ja, natürlich. Na klar. Eigentlich hat er das eh ganz gescheit gemacht. Also hat uns erst kennengelernt und hat gleich gesagt, yeah, gehen wir shoppen. Natürlich, kein Mädel sagt dann nein. Also ist wahrscheinlich da bei den reichen Leuten gleich die Aufreißtour. So wie es bei uns sagt, gehen wir was trinken, sondern gleich gehen wir einkaufen. Ja, Männer sind alle gleich, die können nie warten. Aber ich meine, ich könnte auch nicht warten an seiner Stelle. Außerdem ist es auch praktisch, weil wenn er mit uns Dessous einkaufen geht, dann sieht er uns gleich einmal nackert. Also weiß er gleich, ob wir was verstecken, die Speckröllchen, die Fetten oder so. Und dann ist gleich alles gesagt, dann weiß er gleich, was kommt. Hammerteile, oder? Gehen wir davon aus, dass wir heute Abend unsere Freunde was Gutes bieten. Dass die heute Abend weggehen und ein bisschen Spaß haben, die Damen auspacken und noch was Schönes drunter finden werden. Ja, das glaube ich auch. Toll. Da kommt doch, dass du uns heute noch mal auspacken darf. Ja, da muss schon ein Wunder passieren, dass mich heute noch wer auspackt. Der Jochen hat gleich gesagt, er will gleich alles auspacken. Ja, ich muss ja nicht sagen, ich sehe es ja in seinen Augen. Aber ja, ist halt so. Geschenke muss man auspacken, ich verstehe das. Was haben die bitte für Freunde, dass die gleich so rangehen und uns gleich am ersten Tag da auspacken? Wir werden dann noch fragen, an wen er da denn genau denkt. Und sich selber wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Der ist schon ganz nervös, gell? Ja. Ich sehe es, sweet. Na, aber Moni, nicht, dass dich gleich wieder verliebst, gell? Nur weil er da ein bisschen. Nein. Das war nicht so eine Stunde. Nein, da stellen wir uns noch viel bessere vor. Und nicht bei sowas hängen bleiben, da wird es wieder winken wie in Saint-Tropez. Ja, nein, so, das ist. Er ist kein Millionär, also. Ich weiß eh, manchmal geht es ein bisschen zu schnell, aber. Ich hoffe, wir finden diesmal auch ihn für Sie, weil das wäre wirklich dann richtig Arsch. Wenn wieder ich da komplett in Love bin und. Sie,
langweilt sich dann wieder neben mir. Ich habe eine gute Idee. Ich gehe jetzt mal spiegeln und schau mal und dann rufe ich euch, okay? Augenblick. Okay. Oh, da kommt es schon, schau mal. Oh. Das sieht gut aus. Boah, mir ist ganz schwindelig ums Herz, du. Ja, das stimmt. Fisch. Fisch, Fisch, Fisch. Einmal, einmal umdrehen, bitte. Das will ich auch. Einmal umdrehen, bitte. Sehr Mama schön. Mia. Popole ist schon mal richtig. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass heute Abend die Jungs, die wir kennenlernen, beziehungsweise ihr kennenlernt, darüber sehr, sehr erfreut sein werden. Sieht toll aus, Kompliment. Ja. Dankeschön. Okay, toll, super. Denkst du eigentlich schon an jemanden Bestimmten, den wir kennenlernen? Ja, ich habe da so zwei, drei Spätzle im Auge, die lustig sind und die in euer Klischee passen. Aha. Was er heute Morgen ja auch gesagt hat, was er euch eigentlich auch sucht und auch vorstellt. Ja. Und die sind lustig drauf und machen sehr viel Blödsinn mit. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihr dann die Grenzen setzen könnt, weil ich glaube, die Jungs sind grenzenlos. Das glaube ich auch. Okay. Aber vor allem, wenn du ihnen sagst, was wir anhaben. Ja, ich frage ihn nicht, das ist Überraschung. Nein, das müsst ihr mal schauen, ob sie so weit kommt, das auch das sehen zu dürfen. Ich verrate es nicht. Kavalier genießt und schweigt. Ja. Okay, ja. Super. Also ich hoffe, dass die einen Haufen Kohle haben und nicht total durchgeknallt sind, weil irgendwo muss es Grenzen haben. Aber ja, wenn er sagt, dass wir bestimmen können, wie weit das geht und so, dann wird das ziemlich teuer für die werden. Tolle Figuren, muss ich wirklich sagen. Auch die Wäsche sah sehr, sehr süß aus. Ich bin schon so gespannt, was für Leute er uns da heute vorstellt. Also er meint, die sind interessant und lustig und passend zu uns. Hoffentlich hat er das Aussehen ist nicht so wichtig, nicht so ernst genommen. Fertig. Boah, wow, sah echt super aus, du. Ja. Du, also sind die eigentlich echt? Nein, sind nicht echt. Aber ihre auch nicht. Und denkst du vielleicht Beine oder was? Echt ist nicht wichtig, hingegen der Preis. Und dieser ist Jochens Problem. Wie es sich als Gentleman und Gastgeber gehört, hat Jochen für die Girls viel geplant. Und als nächstes bringt er sie auf die Rosi-Alm. Hier trifft sich die Prominenz der Welt. Schwarzenegger und Klitschko haben hier schon ungestört den traumhaften Ausblick genossen. Jochen ist begeistert und die Girls geben ihr Bestes. Schaut euch mal das an. Habe ich euch zu viel versprochen? Das ist ein Wahnsinn, oder? Schön, ja. So wie schön. Hoch sind wir da jetzt? Jetzt sind wir hier auf 1200. Die Aussicht da ist sehr schön, die Berge und so. Es gefällt mir schon, aber es interessiert mich nicht so wirklich. Das habe ich gesehen und so, aber ich würde nicht extra wegen der Aussicht drauf fahren. Berg halt. Grau und ein bisschen weiß und grün, das war's. Bin nicht so begeistert von Berge und arschkalt ist mir auch. Und da findet man unter anderem auch ganz viele tolle, lustige Typen, mhm, die ganz viel Spaß und lustiges Stehvermögen haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da muss ich sagen, aha, die sind woher, lustig, weißt du das? Weil das spricht sich herum. Und da können wir mal reingehen zur Rosi, Chefin des Hauses, und werden mal mit ihr einen kleinen Smalltalk halten, okay? Also, hereinspaziert.